Hallo zusammen, Kai hier von Travel Camping Living auf der Abenteuer- und Allradmesse immer noch und die Sonne scheint. Glaubt ihr nicht? Doch, sie scheint bei Crea Vans. Bei den Kollegen kriegt ihr Desert-Anbauteile und Folierung und noch vieles mehr. Crea Vans foliert, aber Musik ist ja auch wichtig im Van. Und hier bin ich gerade über was gestolpert, das kannte ich bisher auch noch nicht. Ich bin hier über Silberform Dynamics gestolpert. Die machen die Akustik in Kfz-Fahrzeugen deutlich besser. Beliefern die Pkw-Industrie und machen jetzt auch Camper geil. Das kann sich um Kastenwagen handeln oder aber auch um, ja, Bullis. Jo, das machen sie mit diesen kleinen Bauteilen, Exciter. Verteilen sie so im Auto, dass der Klang praktisch überall gleich ist. Die werden zusätzlich zu den vorhandenen Boxen eingebaut. Ein Subwoofer macht sich dann natürlich auch noch gut. Und mit den Dingern habt ihr einen Sound im Auto. Also ich habe nicht viel Ahnung von Sound, aber was man hier zu hören kriegt, holla die Waldfee. Wir machen jetzt mal eine kleine Hörprobe hier im VW Bulli. Der hat normalerweise vorne Boxen und hinten Boxen und entweder hörst du dann von hinten die Musik, wenn du hinten hockst, oder nur von vorne. Und hier haben sie jetzt 3 Exciter in die Decke gebaut und das Ganze hört sich plötzlich komplett anders an. Tür zu. Genau, hallo. Ja, ich freue mich, dich kennenzulernen hier bei uns im Silverform Dynamics Sound California. Wir haben hier ein Soundsystem installiert, wo wir einen gigantischen Raumklang in diesen Raum hier zaubern, ja, der den Raum zum richtigen Konzertsaal macht. Ja. Wir haben die Standardlautsprecher gegen beste Lautsprecher getauscht und als Brücke zu den vorderen und hinteren Lautsprechern haben wir im Dach diese Exciter eingebaut. Das sind kleine Motoren, eigentlich ein Lautsprecher ohne Membran. Wir nutzen das Dach als Membran. Das heißt, das Dach klingt und bringt von oben noch einen Raumklang hier runter in den Sitzbereich und vervollständigt hier den Raumklang. Ja, ich hoffe, ihr habt das jetzt alles verstanden. Die Musik ist ein bisschen laut, aber es hört sich an wie in einem Konzertsaal. Ehrlich, das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. Ja, das Thema Exciter, ne? Das ist exciting irgendwie. Und es wird kombiniert mit den bereits vorhandenen Lautsprechersystemen. Die kann man natürlich dann auch noch pimpen. Subwoofer braucht es eigentlich auch noch. Aber das Coole an den Excitern ist, man kann sie wirklich so verbauen, dass man sie nicht mehr sieht. Und das ist echt praktisch. Und jetzt lassen wir die Musik hinter uns und gucken mal weiter. Hier sind wir übrigens wieder am Defender Fun Park. Da wird wieder lustig im Kreis gefahren. Ja, bei dem Regen und Matsch macht das sicherlich auch noch Spaß. Allerdings haben sie hier nicht richtig Matsch, sondern darunter ist Schotter. Das ist also ein bisschen fake. Er hebt hier auch das Beinchen. Also mit Realität ist es jetzt nicht so richtig zu vergleichen mit einer fetten Matschpfütze oder so. Tja, wippen kann man hier auch, allerdings muss man das alleine machen. Und irgendwann kippt das. Stoppen wir hier mal bei Rhöncamp noch. Die haben hier nochmal den Rebel stehen für 219.000 in der Ausstattungsvariante. Baut auf Sprinter auf mit einer Kabine hinten drauf. Den habe ich auch schon mal im Detail gefilmt bei Seecamper. Das ist echt ein cooler Koffer und ein cooler Ausbau. Ja, es gibt natürlich noch den Le Spectre. Der stand auch schon auf der CMT. Hat auch hier im Eingangsbereich die schön ausgeleuchtete Emblemseite und dann kommt Induktion, Querbett hinten, schickes Bad, schicke Holzverarbeitung. Das ist hier dann noch die Exits-Gruppe. Die gefällt mir auch ziemlich gut, das würde ich auch gerne mal probieren. Bisschen dunkel gehalten das Ganze, aber sieht natürlich cool aus. Tja, sehe ich gerade, Cloudpad-Boden haben sie sich hier auch bauen lassen. Cooles Muster. Und wer kennt die nicht? The Force, mit dem war ich unterwegs. 164.000 Euro steht er hier in der Ausbaustufe. Sieht ziemlich aus wie der, den ich dabei hatte. Hat aber eine Sache dabei, die ist deutlich schöner und cooler als in dem Fahrzeug, das ich hatte. Der kommt nämlich mit Induktionskochfeld, ein Domino-Teil.
mit zwei Kochstellen. Und wer denkt, The Force ist ein bisschen groß, gibt es auch was Kleineres von Röhnkamp? Jo, Röhnkamp V300 Pace 4x4 auf Mercedes. Hat ein Aufstelldach dabei und fährt wahrscheinlich auch gut durch dick und dünn mit Allrad. Und dass man nicht vergisst, in welchem Fahrzeug man ist, steht auch gleich an der Decke. Und gegenüber dann dem Einstieg eine schöne Küchenzeile. Das sieht cool aus mit dem Holz und der Beleuchtung. Messepreis 108.000 Euro. Das ist natürlich auch ein Brett. Ja, Thema Aufstelldach. Das sieht fast schon aus wie Boote auf dem Dach. Ich glaube, die sind aufblasbar. Riesig. Kann man eigentlich auch als Hagelschutz oder Garage einfach für den PKW verwenden. Okay, Achtung Steinschlag. Gut. Das Nummernschild sagt es. X-Bull. Die haben hier auch einen fetten Offroader stehen. Man könnte sagen mit Hecksarg oder aber auch einer Box für Ski und Snowboard. Und weiteren Platz fürs Wakeboard. Oh, Magie! Cool. Wenn du oben noch was durchladen willst. Ah, das ist ja geil. Oben geht die Klappe auch noch auf, also ihr könnt eure Langlaufski mitnehmen. Oder den Kopf rausgucken lassen, je nachdem. Ist ja genial. Ja, und wie geht die Klappe wieder zu? Einfach an der Lasche ziehen. Sehr clever und simpel. Dann geht das natürlich weiter, ne? Seitlich fette Sandbox. Oben haben sie noch eine Terrasse und Dachzelt. Von außen kann jeder gucken, ne? Ihr dürft auch mal rein. Und ich habe hier Hilfe in Form von... Hi, Grüße, ich bin der Julian von X-Bull. Genau. Und wir zeigen euch jetzt mal schnell so ein paar Gimmicks hier in unserem Fahrzeug. Ja, als erstes fällt unsere Küche auf und auch so die meistgestellte Frage ist, dass wir keine Verschlüsse hier haben. Wir können einfach die Klappen öffnen und schließen. Das Ganze funktioniert einfach so, dass sobald das Fahrzeug sich bewegt oder in Fahrt geht, schließt er alle Schubladen in der Küche zu. Und automatisch. Automatisch ab 7 km/h. Ich kann das Ganze natürlich auch übersteuern über ein Knöpfchen. Dann ist alles zu. Oh, das ist ja genial. Und ein Knopfdruck mehr und die Schubladen gehen wieder auf. Das ist ja grandios. Ja, dann hier in dem Fahrzeug jetzt eine sehr aufgeräumte Küche. Wir haben versucht, alles so clean wie möglich zu gestalten. Seifenspender integriert, so dass während der Fahrt nichts umherfliegen kann. Und den Wasserhahn auch so, dass ich ihn für außen benutzen kann. Und eine zweite Außendusche habe. Die eigentliche Außendusche ist nämlich hinten im Heck. Okay. Ja, die Schneidbretter oder beziehungsweise Abdeckbretter kann ich auch einfach umdrehen. So habe ich dann die Möglichkeit, das Ganze dann auch gleich wieder als Schneidbrett zu benutzen. Ja, und wieder umgedreht und meine Küche ist sauber und aufgeräumt. Und was eine riesenlange Küchenzeile, guckt euch das mal an. Wie lang ist die? 1,80 Meter oder so? Nee, 1,20 Meter. Bist du sicher? Das ist doch mehr als 1,20 Meter. Wir haben gerade nachgemessen, wir haben Mensch hingelegt, 1,80 Meter haben wir rausgefunden. Genau, wir haben ca. 1,80 Meter. Ja, das ist cool. Dann haben wir hier gleich noch verbaut einen kleinen Backofen. Jö. Und wenn wir dann kochen wollen... Der läuft mit Strom, ne? Nee, der läuft mit Gas. Mit Gas, ah, der läuft mit Gas. In dem Fahrzeug auch ein Gaskochfeld drin. Ah, okay, weil du vorhin von Induktion... Ja, wir können beides. Also wir können sowohl Gas als auch Induktion beides verbauen. Das ist je nachdem, wie es der Kunde sich wünscht. Ja. Ja, dann haben wir hier noch eine kleine Abzugshaube, die die Luft nach außen absaugt. Aha. Und ja, genau. Dann können wir hier relativ schnell nochmal in die Garage durchgreifen. Aha, da stehen die Bikes drin, wenn man die abends mal noch kurz putzen will, kann man da reinkrabbeln. Ja, genau. Oder so. Ja. Und ja, ansonsten kommt sie hinten dann schon in unseren Bettbereich. Aha. Das Ganze kann man als Tritt benutzen. Achso, ja. Ein kleines Gimmick noch, wenn man das Ganze einmal offen lassen möchte. Habe ich hier unten einen kleinen Knüppel. Jetzt bleibt die Klappe auch offen. Oh ja, praktisch, ja. Wenn der Hund mitreißt und da unten wohnt oder so. Genau, ja. Mhm. Ja, dann noch so ein bisschen eine Besonderheit für uns ist das Bad. Wenn ich das Bad offen halten möchte, auch hier wieder versteckt so ein bisschen. Die Offenhaltung. Sehr clever. Ja, dann hier im Bad. Wir haben ein sehr geräumiges Bad hier drin. Mhm. Auch ein Hocker, wo ich mich mal hinsetzen kann. Hier darunter befindet sich dann auch gleich die Toilette. Jetzt in dem Fahrzeug eine Klesana verbaut. Wäre natürlich auch noch eine Trennwitze möglich. Ja. Ja, dann hier mein Handtuch habe ich relativ schnell hier eingelegt.
lege mir die Wand um. So bleibt mein Handtuch während des Duschens trocken. Ich habe hier unten gleich mein Shampoo verstaut. Genau. Und ja, Dusche ist dann quasi auch der Wasserhahn wieder wie draußen in der Küche, die ich rausziehen kann und hier umschalten kann auf Brause. Okay, genau. Und das Waschbecken, gut, das ist überschaubar, ne? Ja, genau. Also, ein kleines Waschbecken nochmal zum Händewaschen, Zähneputzen. Genau, cool. Ja. Da ist echt ein paar sehr clevere und coole Gimmicks drin verbaut, ja? Durchdacht. Hier haben wir noch Lagerfläche oder dritte Sitzbank, beziehungsweise dritter Sitzplatz, den man sich da bauen kann. Dann hat man hier richtig Platz. Wie wird all das gesteuert, was ihr hier verbaut habt? Ja, wir haben ein Display. Über das eine Display können wir das komplette Fahrzeug steuern. Sowohl über das Display oder auch über ein iPad oder mein Telefon. Wir wollten es halt so übersichtlich wie möglich haben. Wir haben ein Display, wo ich jetzt hier einmal mein Fahrzeug sehe. Die wichtigsten Informationen, Außen-Innen-Temperatur, kann mir dann hier meine Füllstände abrufen. Jetzt sehe ich Fahrzeugbatterie, Aufbaubatterie, Dieseltank, Frischwasser und Grauwasser. Hier sehe ich dann auch nochmal die Batterie, wie sie sich zusammensetzt. Also jetzt zum Beispiel leuchtet grün hier der Landstromanschluss. Das symbolisiert mir einfach, okay, die Aufbaubatterie wird geladen. Ich komme mit 2,5 Ampere rein. Genau. Ja. Dann kann ich hier nochmal in die einzelnen Lichtsegmente reingehen oder auch in die einzelnen Beleuchtungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einmal die Decke drauf mache, könnte ich jetzt hier auch selber einstellen, wie viel Prozent ich das haben möchte, speichere das und dann hat er das auch auf dem Lichtschalter, wenn ich den dann betätige, wieder auf mich gespeichert. Okay. Die wichtigsten Verbraucher. Und was Heizungsthema angeht, haben wir jetzt in dem Fahrzeug das erste Mal eine warmwassergefüllte Fußbodenheizung verbaut. Und die kann ich dann auch hier drüber dann noch mitsteuern. Ja, kurzes Wort noch hier zum Heizungssystemaufbau. Die haben eine Heizung hier verbaut von Timberline, also nicht irgendwie Truma-Dinger, die irgendwann wieder ausfallen und kaputt gehen, sondern mal ein anderes System, ein hochwertiges und das Warmwasser mit Durchlauferhitzer produziert. Man hat also nicht irgendwo einen Boiler, der noch verkalkt oder sonst irgendwo, sondern arbeitet mit einem Durchlauferhitzer. Wenn ihr das alles genau wissen wollt, dann informiert euch auf der Webseite von Timberline, denn das wird das Video hier sprengen. Gut, Innenleben und Heizung klar. Was kann denn noch der Keller? Bei einem 47er Sprinter hat man da mal richtig Platz. Jetzt haben sie hier einen 2 Meter fetten Schwerlastauszug gebaut. Also wenn ihr da mal eine tote Kuh transportieren müsst oder so, könnt ihr drauflegen, reinschieben. Problemlos. Also das ist ein Riesenverlies. Ja, und wir können natürlich die Garage noch verändern in der Höhe. Das ist ein höhenverstellbares Bett. Manuell, ganz simpel und einfach. Man kann es schräg stellen, komplett in allen Ecken anpassen oder auch nicht. Und wer gerne schräg schläft, weil er irgendwie Sodbrennen hat und gerne bergauf oder bergab schläft, der kann hier dann das Bett entsprechend auch leicht anschrägen. Das ist cool. Wer hier schon länger zuschaut, der weiß, Kai und Höhe, wir sind keine wirklichen Freunde. Aber er scheucht mich jetzt doch die Leiter hoch. So, die liegt sehr plan an am Fahrzeug. Und ich gehe da jetzt mal hoch. Ja, und dann kommt man hier hoch und hat eine geile Dachterrasse. Und wenn man nicht mehr runter ins Bett laufen will, pennt man halt oben. So, und jetzt gucke ich mal, dass ich hier auf die Terrasse komme, ohne abzuschmieren. So, der Kollege kommt auch noch hoch. Ey, nicht aufs Dachfenster stellen! Doch, das passt. Okay, aber jetzt geh keinen Schritt zurück, sonst tut's weh. Krass, du kannst da draufstehen. Du kannst da draufstehen, ja. Sind ja, die dann auch hagelsicher? Die sind auch hagelsicher, so, irgendwie. Der Knaller. Also kommt auf die Hagelkörner an, ne? Ja, gut. Geil, aber man hat einen super Blick, also so sah das aus. Stellt euch einfach da hinten das Meer vor, den Strand oder die Berge. Das ist schon geil. Gute News für alle, die auch nicht so gerne auf Leitern stehen. Ihr könnt auch hier durch die Luke steigen. Das ist, glaube ich, ein bisschen entspannter und der Weg zum Kühlschrank ist kürzer. Ja, und das Dachzelt, ne? Man sagt ja gerne, ganz schön frisch in Dachzelten. Bei diesem hier nicht, denn wir haben hier Warmluftausströmer und die lassen sich sogar separat temperieren zum Rest des Fahrzeugs. Ihr könnt ihr also Sauna machen und im Van frieren oder umgekehrt. Das geht irgendwie. Ist also sehr ein flexibles System und man kann tatsächlich hier oben gechillt den Sonnenuntergang genießen und dann direkt ins Bett rüberkriechen oder runterfallen, je nachdem, was ihr wollt. Was bleibt noch zu sagen zu diesem coolen Van? 150 Liter Frischwasser zum Beispiel, 120 Liter Abwasser sind mit dabei, 170 Liter Diesel, also könnt ihr immer da tanken, wo es günstig ist.
Auf dem Dach haben sie noch über 300 Watt Solar. Strommäßig, batterietechnisch 400 Amperestunden oder eine aufrüstbar bis 800 Amperestunden. Also wirklich für Autarkie getrimmt, der X-Bull. Jo, das war X-Bull. 330.000. Kostet halt was, ne? Aber ist cool. Ein wichtiger fehlt heute noch. Ja, da stehen wir. Kashmir Overlander. Die haben einen neuen Truck dabei. Mit, ihr seht es schon, fetter Hebebühne auf Mercedes. Ein Regendach haben sie auch dabei, denn sie haben zwei Trucks dabei. Den rechten haben wir schon mal gefilmt, nämlich auf der CMT in Stuttgart. Aber der linke ist neu. Und was Neues kann man ja mal im Detail angucken. Ne? Nicht in diesem Video, aber im nächsten Video, was ihr dann zu sehen kriegt. Hier kriegt ihr mal nur einen kurzen Einblick. Ja, da sind wir drin in diesem Kashmir und stolpern erstmal über eine orangene Sitzecke, U-Form. Darunter sind 450 Liter Wasser und man kann das natürlich umbauen als Schlafplatz. Danach schauen wir auf eine recht weiße Küche, Blankospülbecken, Induktion von Bosch, ein Mikrowellenbackofen und ganz wichtig, darf nirgendwo fehlen, Geschirrspüler. Ja, als Kontrast schwarze Garderobe, großer Kühlschrank. Geht ein bisschen schwer auf. Zwei Flaschen Wasser drin, noch viel Platz. Hinten die Schlafkoje, auch gemütlich. Es ist ein Kundenfahrzeug, auf Kundenwunsch gebaut. Es muss nicht jedem gefallen, sondern der Kundschaft. Und wenn man dann rechts schaut, kommt man in ein riesen Badezimmer mit tollem Duschbereich, coolem Wasserhahn, der nämlich seinen Mischer hier vorne hat. Habe ich auch noch nicht gesehen so. Und wenn man weiter guckt, hinter dieser Tür verbirgt sich ein Waschtrockner. Das Fahrzeug steht hier auf Mercedes, 20 Tonner Fahrwerk und hat auch eine riesen Hebebühne hinten. Und wenn ihr gerne mehr zu diesem Fahrzeug wissen möchtet, dann empfehle ich euch das separate Video, das irgendwann live geht. Ja, da sind wir durch bei Kashmir. Das sind einfach nette Leute, bodenständig, locker, cool drauf. Geht doch mal vorbei, wenn ihr sie irgendwo auf einer Messe trefft. Oh, und jetzt komme ich hier bei Buro vorbei. Bei denen wollte ich auch noch filmen. Die haben nämlich den Big Five in richtig groß dabei diesmal. Die haben ihn ja auf der CMT vorgestellt als Big Five. Und jetzt haben sie ihn als noch größer dabei. Also wir gucken mal kurz in den Big Five rein, wie er schon besteht. Mit Hecksitzgruppe, tollen Fenstern, schönen Blick raus. Danach Kühlschrank hochgesetzt, leider der Dometic, nicht mein größter Freund. Und dann hier der Küchenbereich mit Induktion, die lustig verbaut ist, ein bisschen in den Bereich des Flurs hineinragt, aber ich glaube nicht massiv stört, denn man läuft da eigentlich nicht wirklich nah entlang. Waschbecken und dann hier vorne das Querbett. Und Querbetten mag ja jetzt nicht jeder. Deswegen zeige ich euch gleich noch was anderes. Bleiben wir aber kurz noch bei diesem hier. Denn guck mal, L-Küche. Kann man schön ausklappen und verlängern. Dann hat man hier richtig schön Platz zum Schnibbeln und Arbeiten oder Schnitzelklopfen. Schaut man ins Bad, schiebt man die Tür einfach zur Seite, hat dann einen sehr breiten Durchgang und hat hier Duschbrause, Wasserhahn, kleines Waschbecken, großen Spiegel mit Fenster. Man kann also die Wildtiere direkt beim Duschen beobachten und eine Toilette, Trockentrenntoilette. Ins Bett kommt man über eine Trittstufe. Ja, und so hat man hier echt viel Platz in der Kabine. Fühlt sich nicht eingeengt und hat einen tollen Blick raus, wenn der Blick schön ist. Natürlich gibt es auch noch großen Stauraum. Ja, wenn da noch einer sitzen soll oder man die Füße hochlegen möchte, kann man hier noch ein Brett ausfahren und hat ein bisschen mehr Platz. Es wird hier noch die ein oder andere kleine Änderung geben, aber so grundsätzlich ist der Big Five fertig und natürlich schon bestellbar. Und ist echt eine coole Kabine. Nicht jeder mag querschlafen, deswegen haben sie jetzt hier auf dem VW Amarok mit langem Radstand eine Kabine gebaut mit Längsschläfermöglichkeit. Ein riesen Alkoven
über der Doppelkabine. Das ist schon gewaltig. Wir können nicht rein, beziehungsweise wir könnten rein, aber das Fahrzeug ist noch nicht ausgebaut von innen. Es ist aber vom Layout wie der Big Five, nur halt mit Längsbett hier vorne. Ja, so ist das halt, ne? Will man längs schlafen, braucht man mehr Platz und er kauft sich das mit einem deutlich weiteren Überhang vorne und einem größeren Fahrzeug am Ende des Tages. Aber es ist möglich. Ja, servus Leute, immer noch auf der Abenteuer Allrad unterwegs und wir gehen jetzt ein bisschen Autofahren. Wir sind hier bei Ineos Grenadier, den habe ich euch im ersten Video schon gezeigt und heute gehen wir damit in den Dreck. Mit dabei Wolle, der hat es klar gemacht irgendwie. Irgendwie haben wir es wieder hingekriegt. Ja. Wer fährt eigentlich? Du musst filmen. Ich muss filmen. Scheiße, ich bin jemand der Depp. So, ich darf hinten rein. Ja, Wolle gibt Vollgas, 3 km/h. Also einen Geschwindigkeitsrekord brechen wir heute nicht. Wir fahren nämlich durch den Dreck. So, das Ganze sieht hier so ein bisschen aus wie ein Flugzeug. Etliches an dem Dachhimmel. Riesenmittelkonsole. Jo, und jetzt dem dicken Folgen, oder? Entweder oder da. Das ist jetzt nicht die Kamera, die schief ist. Es ist wirklich das Auto. Himmel. Da wartet ja ein Sport aus hier hinten. Nach dem ersten Matschloch geht's mal steil aus dem Matsch raus, über eine Kuppe und auf der anderen Seite steil bergab. Muss man höllisch vorsichtig fahren, denn unten lauert dann auch schon wieder der nächste Matsch mit Wasser. Die ganze Fahrbahn steht hier gut unter Wasser und Matsch, denn die Regenfälle haben natürlich mitgeholfen, dass das hier eine wirklich richtige Offroad-Piste ist. Den Grenadier kratzt das nicht. Der fährt komplett entspannt durch. Ich merke immer mal, dass es hinten leicht rutscht, aber sonst macht das Fahrzeug das mit normaler Straßenbereifung komplett easy und schmerz- und komplikationsfrei. Auch schräg im Matsch geht. Und ja, irgendwie ist es dann manchmal auch richtig schräg. Den Funpark teilen wir uns hier übrigens noch mit anderen Herstellern, die hier auch im Kreis fahren. Oh, das ist gut. Nix, gell? Ja. Das ist diese coole Umlauflenkung, was das Auto hat. Der muss einfach tierisch weggesteckt, die hält da das weg. Die Autos fahren hier 4 Tage mehr oder weniger dauerhaft im ersten Gang im Kreis und werden dabei auch gerne mal gut durchgeschüttelt. Wolle hat sichtlich Spaß dran, denn er kennt sich mit Offroad-Fahren aus, fährt selber einen heftig ausgebauten Jeep und fachsimpelt hier die ganze Zeit mit dem Instructor. Wieder mal steil bergauf, dann heißt's, hey, halt mal an, wir fahren im Matsch am Berg an und auch das der Grenadier mit seinem BMW-Motor völlig easy. Später kommen wir nochmal an eine Steilstrecke. Die dürfen wir aber nicht fahren, denn die ist von Ford gemietet. Wir müssen also hier eigentlich links. Da stehen wir wieder draußen. Das war eine sehr coole Mitfahrt. Sehr schräg, sehr rutschig. Eine matschige Geschichte. Viel erfahren über das Auto. Herr Wolle hat es gut gemacht. Er hat nicht kaputt gemacht. Wir sind jetzt stecken geblieben und haben es überlebt. Aber macht Spaß. Geile Karre. Wir sind bei Batari Fahrzeugbau angekommen. Hier stehen auch Fahrzeuge fürs Grobe. Wir gucken aber erstmal in einen, bei dem es ums Schlafen geht. Wir haben hier einen Aufbau auf MAN und hinten ja, TI-Kabine drauf. Und das Coolste ist hier, ihr habt hier ein Querbett und ein Längsbett. Je nachdem, wie gern ihr euch habt oder auf was ihr gerade Lust habt. Das Querbett zum Kuscheln, wenn man sich noch mag. Und wenn man mal keinen Bock hat, dann kann man aus dem Querbett ein Längsbett machen, indem man dieses Teil rauszieht. Und auf der Seite natürlich auch. Das kommt dann auch raus und dann hat man 2 Längsbetten. Das nenne ich mal Variabilität beim Schlafen. Die Küche ist auch an einem anderen Ort, ist hier im Eck mit Backofen und Gaskochfeld. Und hinter der schicken und leichtbauweise Tür verbirgt sich dann das Bad. Waschbecken kann hochgeklappt werden und dann kann man auf die Toilette gehen. Und hier ist noch ein Bayernluftlüfter verbaut, der hier die Luft zirkulieren lässt. Ist also mal ein ganz anderes Konzept. Ganz anderes Layout und ganz anderes Schlafen. Das der eine und weil es immer noch regnet, gucken wir uns jetzt noch einen zweiten an. Wir sind also immer noch bei Batari und hier steht ein Ausbau auf Unimog.
Die sind ja bekannt, kurz zu sein, flexibel, nicht ganz so schwer und gut im Gelände. Und was kann da drin? So, da stehen sie alle draußen und wir sind drin. Laufen hier durchs Bad, das zeige ich euch aber gleich erst. Mal hier der Ausbau im Koffer. Schöne große Sitzgruppe. Danach geht es dann weiter in Richtung Küche, auf der von uns linken Seite jetzt. Da sehen wir noch einen Backofen, großes Spülbecken und guck mal, da liegt schon der Kuchen für uns bereit. Hatte ich gar nicht bestellt, aber liegt hier rum. Aber lassen wir mal den Kuchen Kuchen sein und gucken uns das Stockbett im Heck an. Das ist auch mal eine interessante Lösung. Schläft man gut, ich denke der Deckenabstand passt da prima. Wenn man nicht zu riesig ist und dann hat man da gemütliche Kojen im Heck. Ja, und wenn wir uns wieder umdrehen, schweben wir am Tisch vorbei, der ist echt riesig. Und wenn hier offen wäre, könnte man vor ins Fahrerhaus. Bad ist am Eingang, die Tür schwenkt hier so weg. Entweder kann man dann mit Blick nach draußen auf die Toilette gehen, wenn man irgendwo einsam steht. Oder man macht die Eingangstür zu und kommen die magischen Hände und räumen meine Schuhe weg. Danke. Dann kann man hier zumachen und dann kann man hier gemütlich auf dem Klo sitzen, rausgucken oder auch nicht. Und duschen tut man hier am Eingangsbereich auch. Auch praktisch, denn lüften kann man dann auch sehr schnell und gut, nämlich über die Riesentür. Feuchtigkeit raus aus dem Fahrzeug. Ja, hier kriegen wir noch einen Blick auf Außenhaut, Boden, wie die Isolation aufgebaut ist und die Schichten bearbeitet sind. Ja, und das Krasse ist, das Fahrzeug ist ohne Witz wirklich nur 5,99. Ich kann das schier nicht glauben, aber sie haben es mir wirklich versichert, dass der sehr kurz und kompakt ist. Wie lang ist die Kabine? 3,65 Meter. Das sieht alles irgendwie größer aus. Muss die Höhe machen vom Fahrzeug. Cool, aber ja, klar, Unimog halt, ne? Klein, kurz und kompakt. Das war's für heute. 18.30 Uhr. Messe macht um 18 Uhr zu. Wir dürfen natürlich bleiben, weil wir hier auf der Messe pennen, aber alle anderen sind praktisch weg. Und jetzt gibt's Feierabendbierchen. Somit sage ich zu euch Tschüss, lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat, abonniert hier gerne und dann geht's hier irgendwie im nächsten Video weiter. Ciao zusammen.